Heute liegt der Fokus auf Campuskunst. Bevor ich darauf eingehe, gebe ich einen schnellen Überblick über das, was diese Woche sonst so geschehen ist, was einen Einblick in das Leben im Master Wirtschaftsinformatik gibt. Eine Masterarbeit wurde mit einem Kolloquium von einer Studentin erfolgreich abgeschlossen. Mein Kollege, Herr Professor Schmeiser, und ich betreuten die Arbeit. Das Thema lautete: Entwicklung und Implementierung eines Dashboards durch das Startup SolarHub zur Förderung und Überwachung des Photovoltaikausbaus in Kommunen. Eine Aufgabenstellung zur Förderung der Energiewende. Die Methodik bestand in einer Kombination aus Systemgestaltung und Stakeholderbefragung, Data Science und Requirements Engineering. Außerdem existieren erste Ideen für die mittelfristige Einrichtung einer neuen Professur mit Bezug zur künstlichen Intelligenz bei uns am Fachbereich. Voraussichtlich auch mit Lehranteilen im Master Wirtschaftsinformatik. Es wird nicht langweilig, die Abstimmung darüber läuft. Auf unserem Tag des Lehrens und des Forschens gestern gab es eine angeregte Diskussion über künstliche Intelligenz an der Hochschule. Mein Standpunkt für die Lehre dazu ist ein instrumenteller. Künstliche Intelligenz sollte von der Wertschöpfung am Arbeitsplatz her gedacht werden. Was muss nach Abschluss des Studiums in der Arbeitswelt gekonnt werden? Und die Lehre ist entsprechend zu gestalten, damit die Studierenden das geeignete Niveau bzw. die geeigneten Fähigkeiten für einen Erfolg erwerben. Gleichzeitig ist die Ausrichtung an der Wertschöpfung in der freien Wirtschaft an sich wegen des immensen Entwicklungstempos der künstlichen Intelligenz und der Adaption der künstlichen Intelligenz am Arbeitsplatz eine Wahnsinnsaufgabe. Wir haben intern nochmal nachgeprüft und diskutiert, dass die gängigen künstlichen Intelligenzen schon weite Teile unserer Prüfungsleistung gut oder sehr gut absolvieren können. Es ist also einiges noch zu verändern und auch da ist eine Menge Anpassungsbedarf sichtbar. Wie sehen Sie das Thema? Gerne Kommentare unter dem Video. Die Bewerbungen für den Master Wirtschaftsinformatik sind noch bis September möglich. Im Jahresvergleich entwickelt sich die Anzahl der Bewerbungen aber sehr positiv und liegt aktuell ca. 50% über dem Vorjahresniveau. Und freut mich natürlich. Es sind dieses Mal auch mehrere Bachelor der Wirtschaftsinformatik und der Ingenieurwissenschaften aus Nordafrika bei den Bewerbern dabei. Bisher kamen von dort meist Bewerbungen von BWLern für den Quereinstieg. Nun zum Thema Kunst am Campus. Die Umgebung und das Leben auf dem Hochschulcampus ist durch Rationalität und Sachlichkeit geprägt. Der Geist ermattet. Da bietet Kunst, neben dem vielen Grün, was wir auf dem Campus haben, eine willkommene Abwechslung, um zu verweilen und sich zu erholen. Hier ist ein Poster von Frau John, einer Masterstudentin in der Wirtschaftsinformatik. Das Poster ist ein künstlerisches Ergebnis gewesen im Masterseminar Digitaler Wandel im letzten Wintersemester zum Thema Homo Deus und Dataismus. Es fasst viele der Vortrags- und Diskussionsinhalte ansprechend zusammen. Anschließend sehen Sie hier mehrere Bilder, die auf dem Campus ausgehängt sind und die jeder Interessierte selbst auch aufsuchen kann. Ich blende sie jeweils für wenige Sekunden ein. Wer sie länger betrachten möchte, halte bitte das Video an. Ansonsten schauen Sie sich die Kunst gerne auch vor Ort live und in Farbe an. Sie stammt wohl aus der DDR-Zeit in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und Sie finden sie im Gebäude Teil A im dritten Stock. Ich verabschiede mich bereits hier und hoffentlich bis zum nächsten Mal.